Hallo Leute, Markus von 30 to 50s hier. Viele unserer User tappen in Sachen guter Musik, CD-Veröffentlichungen etc. im Dunkeln und da wollen wir heute mal ein bisschen Licht reinbringen, weil viele immer wieder fragen, ob wir ein bisschen Tipps oder eben CD-Neuerscheinungen etc. einfach mal ein bisschen was zeigen können. Genau das haben wir heute vor. Wir haben zwei CDs, The Other Side of Bakersfield Volume 1 und 2 und da schauen wir jetzt einfach mal rein. Bis gleich! The Other Side of Bakersfield Volume 1 und 2, hier habe ich sie stehen. Um diese zwei CDs geht es wie gesagt heute, aber zuallererst will ich mal ein bisschen aufs Kulturelle eingehen. Schauen wir es uns mal an. Gegen Ende der 60er Jahre wurde Bakersfield zu einem Mekka der Country-Musik an der Westküste Amerikas. Durch Hits von Buck Owens und Merle Haggard hat sich Bakersfield zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten gegen die vorherrschende Musikindustrie in Nashville etablieren können. Der sogenannte Bakersfield-Sound kam zuerst aus dem kalifornischen Längstal, wo sich Tagelöhner und Ölarbeiter die Hacken abgetanzt haben sozusagen. Ganz im Gegensatz zu der Grand Ole Opry, wo die Leute damals sich ja schön hingesetzt haben und nur der Musik gelauscht haben. Der Grund, warum die Menschen zu den Musikern aus Bakersfield so wild abfeierten, war der, dass die Musiker aus Bakersfield Elemente des Rock'n'Roll, des Blues, des Swing und sogar des Pop vermischten und dadurch die Leute auf der Tanzfläche hielten. Mitte der 50er Jahre nahm Bakersfield dann das Rockabilly-Genre auf, wobei die Betonung hier ganz deutlich auf Billy liegt. Später im Verlauf des Jahrzehnts verfeinerten viele von denen, die man heute die Legenden des Bakersfield Sound nennt, ihre Fähigkeit außerhalb eines engen Country Grooves zu rocken, bobben und zu croonen. The Other Side of Bakersfield Volume 1 und 2. Verteilt auf diese zwei Ausgaben richtet der Herausgeber Bear Family Records hier das Augenmerk auf genau The Other Side of Bakersfield und stellt jedem Musiker und Plattenlabel vor, die es wagten, einem rockigen Impuls nachzugeben. Die Bandbreite auf diesen CDs erstreckt sich über Größen wie Buck Owens und Red Simpson bis hin zu bei Sammlern beliebten Kollegen wie Al Hendricks und Bill Carter. Hier wird die rockende Seite von Bakersfield gezeigt, die schließlich ihr eigenes musikalisches Genre erfinden sollte. Wirklich laut zu erwähnen ist, dass viele dieser Titel auf diesen beiden CDs wirklich zum allerersten Mal auf CD erschienen sind und auf CD gepresst wurden. Mit ihren detaillierten Liner Notes und Kommentaren zu jedem einzelnen Track, Informationen zu den Lebensläufen der Musiker und vielen tollen Fotos bilden diese sorgfältig zusammengestellten Editionen eine wahre Schatztruhe für The Sound of Bakersfield Fans. Auch für Fans von Hillbilly und glühendheißem Rockabilly ist die CD genau richtig. So, genug der Worte, jetzt schauen und hören wir mal in die beiden CDs rein. Viel Spaß dabei! Ashes to ashes, dust to dust. I hate to think about dying, but someday I must. So I'm trying to live a lot while I can. But I'm telling you, I'm a disappointed man. There ain't nothing happening to me. There ain't nothing happening. I'm crazy about you, honey. I told you a thousand times. You tell me that you're leaving me. I'm about to lose my mind. Oh, don't go, baby, don't go. Don't go away, baby, don't go. Don't go away. Well, tell me, pretty mama, honey, what fucking music is that rock and roll rhythm and those crazy blue suede shoes we're gonna shake you around and roll. We'll rock around the clock, all right. I feel better all over, more than anywhere else. Baby, when I'm out with you, ooh, I feel better all over, more than anywhere else. When you kiss me like you do, well, I'm wild as a bug. Someday, someday I'm gonna fall. Someday, someday. Someday I'm gonna fall in love. Somehow, somehow I'll make you mine. Someway, someway we'll spend the world all day long. The time drags by. So, jetzt habt ihr euch einen ersten eigenen Eindruck von den zwei CDs machen können. Jetzt kommt abschließend natürlich mein Fazit. Ich persönlich habe mich nach dem erstmaligen Reinhören in die CDs auch direkt in diese verliebt und unsere alte Playlist steht zu Hause erstmal still. Die CDs laufen sozusagen auf Heavy Rotation, das heißt von mir nur eins, es gibt eine Top-Empfehlung für The Other Side of Bakersfield Volume 1 und 2.
Leute, mein Name ist Markus von 30 Sophies. Meine Zeit für heute ist schon wieder rum. Wenn euch das Video gefallen hat, einmal Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen etc., hier alles unten in die Kommentare bitte rein. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann, ciao.